verließ ich den Saal und stand auf der Straße. Ein Schild wies mir den Weg in das Regierungsviertel. Ein Taxi brauchte ich nicht, wirklich weit ist nichts. Im Staat Laatzen, es war nur über die Straße. Der Regierungspalast hatte 14 Stockwerke, war ein Traum aus Glas und Marmor, ein bisschen wie in Dubai. Ein Bärtiger kam mir mit zielstrebigem Schritt entgegen. Er kam mir bekannt vor und ich rief: Halt, ich kenne Sie doch, Mensch, wer sind Sie denn? Etwas irritiert schaute er sich um, er war offensichtlich in Eile, sagte: Ich bin der Integrationsminister. Apotin ist mein Name und ich muss jetzt rüber zu meinem König. Verdutzt schaute ich hinauf. Dann ging ich wieder in den Saal zurück. Dort wollte ich mich vom König verabschieden. Er saß vergnügt mit Minister Apotin vor einem riesigen Berg Negerküsse. Gedanken verloren, betätigte ich den Zeitsauger in umgekehrte Richtung. Ich ahnte noch nicht, wie fatal meine Gedankenverlorenheit war. Zunächst aber landete ich vor wenigen Minuten wieder unbeschadet in unserer Zeit und so kann ich zu euch sprechen. Ihr glaubt mir nicht, ich kann das aber lückenlos belegen. Dieser Zeitsauger, der aussieht wie so ein abgegriffenes Horn, dieser Zeitsauger arbeitet mit Strom. Ich habe euch erzählt, man muss ihn aufladen und ich habe das Ladegerät in meiner Gedankenverlorenheit da hinten in der Ecke vergessen. Da stand ein Stuhl vor in einem Jahr und jetzt ist es alle. Und ich kann es beweisen, wenn ich tute, nichts passiert. Tatsächlich alle, kein Akku mehr drauf und ihr werdet es sehen, in einem Jahr liegt dort hinten das Ladegerät und damit ist der Beweis angetreten. Und ich möchte euch noch über eine zweite technische Errungenschaft berichten. Die habe ich nicht selbst erfunden, aber ich habe sie natürlich durchschaut. Ich habe euch ja schon erzählt, ich stehe inzwischen dazu. Ich muss die Dinge gar nicht aufschrauben. Ich sehe sie an und schon weiß ich genau, wie sie funktionieren und natürlich auch, wie man sie verbessern kann. Das sind die Spezialdrohnen. Ihr kennt die Drohnen, das sind diese kleinen Maschinen mit mehreren Propellern, die sich ganz allein in die Luft erheben und dann irgendeinem inneren Programm folgen, durch die Gegend schweben, um dann irgendwelche Dinge abzuarbeiten, um Pakete wegzubringen. Amazon wollte sich schon einsetzen oder alle anderen Aufgaben erledigen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Im Bundestag sind die seit vielen Monaten im Einsatz, denn der Bundestag hat sich gesagt, Mensch, 631 Abgeordnete in der neuen Legislatur, Unmengen von Papier, die dort produziert werden, die Saaldiener laufen sich die Sohlen ab, das können wir doch anders machen. Und so gibt es also einen kleinen Drohnenflugpark im Keller des Bundestags und diese Drohnen erledigen alles, was so täglich anfällt, also zum Beispiel hat ein Abgeordneter sein Handy im Plenarsaal vergessen, statt dass er selber hinläuft oder sein Assistent, fliegt die Drohne, holt das Handy, bringt es zurück. Wunderbare Sache, viel kostbare Arbeitszeit gespart und schon kann man wieder weiterarbeiten an wichtigen Vorlagen, wie zum Beispiel über die Diätenerhöhung. Ob das dann immer zu unseren Gunsten ist, weiß man nicht. Und so ist es passiert, dass auch ein Abgeordneter aus diesem Wahlkreis, nämlich Herr Dr. Matthias Hirsch, in seinem Büro saß, es war Ende November des Jahres 2013 und er war genervt. Er war furchtbar genervt. Es ist alles so vollgepackt hier. Es steht alles voller Papier. Ich habe alles der letzten Jahre hier noch rumliegen. Ich fange jetzt an aufzuräumen und das tat er dann auch. Er nahm also die ganzen Papierstapel, guckte, ob das eine gute Idee war, dann legte er sie auf die eine Seite oder ob es eine schlechte war, dann warf er sie auf den Boden, um sie später wegzuschmeißen. Der Berg wuchs, der rechte Berg etwas weniger schnell mit den guten Ideen, der mit den schlechten nahm immense Ausmaße an und es kam alles drauf, was in den ganzen Jahren angefallen war. Drei Flure weiter. Eine andere Abgeordnete, und auch wenn sie sich ansonsten nicht besonders nahe sind, da hatten zwei denselben Gedanken
Frau Dr. Flachsbart. Frau Dr. Flachsbart dachte auch, es ist an der Zeit aufzuräumen. Auch sie machte zwar Häufchen, auch bei ihr wuchs der Haufen mit den schlechten Ideen viel schneller als der mit den guten Ideen. Nachdem das Werk vollendet war, bestellten beide in ihre Spezial-App per Smartphone eine Mülldrohne, die auch sobald einschwebte, mit einem riesigen Altpapiersack unter den Kufen. Und so haben sie dann die Altpapierdrohne gefüllt. Den ganzen Müll rein damit. Drohne ächzte schon etwas, aber noch flog sie. Und als der Papiersack gut gefüllt war, schickten beide ihre Drohne auf den Weg, ohne zu wissen, dass der andere auch gerade auf dem Weg in den Aktenvernichtungsraum im Keller war. Die beiden Drohnen schleppten sich also mit ihrer letzten Kraft durch die Gänge, konnten die Höhe kaum halten, aber noch ging es. Sie flogen in die große Halle und dann ging die Tür auf. Ein Luftzug entstand und die Drohne von Frau Dr. Flachsbart geriet ins Trudeln. Kaum registrierten die elektronischen Augen, dass ihr eine andere Drohne entgegenkam, war ein Ausweichen schon nicht mehr möglich. Der Luftzug brachte beide auseinander. Schwerfällig wie sie waren, konnten sie nicht mehr reagieren. Beide Drohnen rasselten ineinander, stürzten ab. Die Papiersäcke segelten zu Boden. Der gesamte Eingangsbereich des Reichstags war voll Altpapier. Wer hatte den Luftzug verursacht? Angie. Angie kam zur Tür rein, riss die Tür auf mit ihrem ganzen Gefolge und dann sehen wir, was daraus geworden ist. Naja, aber man kann ja viel über unsere Kanzlerin meckern, aber sie ist auf dem Boden geblieben. Naja, da liegt also Müll rum, dann, Mensch, hebe ich auf. Bückt sich, hebt das erste Blatt Altpapier auf, liest und stutzt. Nimmt das nächste Blatt, liest, stutzt nochmal und immer schneller und immer schneller und immer schneller. Und als sie einen großen Stoß beisammen hat, nimmt sie ihr Telefon, wählt eine wohlbekannte Nummer, Wilhelm Maximilian Rainer Albrecht Maria, Hans Karl Theodor zu Guttenberg, ruft ihn an und sagt, Gutti, ich habe einen Auftrag für dich, ich brauche 631 Plagiate, ich habe hier den Koalitionsvertrag in der Hand.